Liebe Freunde, willkommen zurück zu Harry Potter und das Schneetreiben des Todes, Teil 1. Beim letzten Mal haben wir wieder mal behinderte, sinnlose, storyfreie Nebenquests abgeschlossen, ganze drei an der Zahl. Und jetzt sind wir in Godric's Hohlhof gelandet, um das Schwert von Godric Gryffindor zu klauen. Und Hermine steht mal wieder da, als gäbe es irgendwas zu tun. Wobei, nein, sie schaut ja nur mich an. Nein, sie hat einfach nur absolut heiß aus. Im Winter liegt doch daran, dass mir heiß ist. Ey, die sind viel zu warm, Klamotten. Und jetzt. Das ist sicherer. Aber man kann immer noch deine Fußabdrücke im Schnee sehen. Und zufällig sind auch hier wieder natürlich alle Straßen abgesperrt, sodass auch ganz klar ist, wo wir hin müssen. Dementoren können uns ja sowieso enttarnen. Wer bist du denn? Ja, ich muss da durch, oder was? Mächtig kalt hier draußen. Wir brauchen mehr Gefangene, um uns aufzubauen. Ich hoffe, da. Müssen Sie nicht zur Arbeit? Nein, nein. Ich bin. Mir fällt schon gar nicht mehr ein, was ich dazu sagen soll. Also beim besten Willen nein. Mir fällt gar nicht mehr ein, was ich dazu sagen soll. Meint ihr, wir kriegen sie? Lasst uns einfach mit der Suche beginnen. Reden bringt uns auch nicht weiter. Was meint ihr? Wie viele von diesen Streunern finden wir heute? Wie kann ich wissen, wie viele von ihnen? Ja, und das war's dann damit. Verdammter 4-Punkte-Zauber. Lass mich raten, ich muss doch hier rein, oder? Denn wenn nicht, nehmen wir jeden Seitenkorridor mit. Nicht? Na gut. Dann meine nächste Frage. Wieso wird Hermine eigentlich nicht beschossen? Ich komme doch von da. Warum schickt er mich denn jetzt wieder zurück? Genau, und zufällig gibt es hier auch keine normalen Bewohner. Tarnst du dich jetzt mal, du dummer Hurensohn. Ja, ist natürlich jetzt alles denkbar schlecht hier. Genau, Hermine, lenk mal das Feuer auf dich. Nö, 4 Punkte Zauber, tut's mal wieder nicht. Ah ja, Friedhof, genau. Ja, das haben wir doch einigermaßen unbeschadet überstanden. Irgendwo stand hier gerade, dass ich investigaten kann, aber jetzt nicht mehr. Schade, ich hätte gerne investigated. Da. Ignotus Peverell. Deine Mutter. Harry, das war deine Mutter. Lebt in unserer Erinnerung weiter. Ja, aber in meiner Erinnerung lebt gar nichts weiter von dir. Will doch keiner sehen. Sie liebte das Leben und das Leben liebte sie. Woher soll ich denn wissen, welches Grab jetzt hier das Richtige ist? Ein Fels in der Brandung, ein Licht in der Dunkelheit. Er hat uns allen Hoffnung. Oh, verrückte Kamerafahrt. Wir sollten ein paar Nachforschungen anstellen. Wir sollten bereit sein, den nächsten Horcrux zu suchen, wenn er zurückkommt. Hier, das ist doch ein Riesenviech. Warum ist es das nicht? Ah, ist der in all den Jahren nie dort gewesen? Was für ein schlechter Sohn bist du eigentlich? Ich meine, er hatte schon genug Zeit dafür. So ist es nicht. Das ist ein Baum.
Auch ein Baum. Okay. Hä? Nein, der will doch nicht, dass ich jetzt wieder gehe. Ich habe doch noch gar nichts geschafft. Ich nehme mal den Umhang ab, dann kann ich auch normal laufen. Sie liebte das Leben und das Leben liebte sie. Ach, da steht zufälligerweise dasselbe wie auf dem anderen Stein. Mhm. Wir danken für die schöne Zeit. Na, beim Spiele kann ich mich bisher nicht für die schöne Zeit bedanken. Ruht in Frieden. Jetzt drücke ich schon auf E und dann kann ich nichts untersuchen. Ganz stark. Nicht in unserer Erinnerung weiter. Das Gute ist, dass ja jetzt auch alle Todesser auf einmal verschwunden sind. Keine Sorgen auf den Straßen sie liebte unterwegs. Das Leben und das Leben liebte sie. Also wirklich originell sind die Zauberer ja nicht. Neue Sprüche fallen denen wirklich nicht ein. Ruhe in Frieden. Ich meine, es sind nur ein paar verkrüppelte Gräber. Und eigentlich muss es doch... Sieh mal, ein Abbot. Vielleicht ein verschollener Verwandter von Hannah. Wer zum Teufel ist Hannah? Zu den Engeln aufgestiegen. Ja, Harry kommt auf jeden Fall in die Hölle. So viele Leute wie der schon gekillt hat. In seinem Leben. Der jüngste Massenmörder aller Zeiten. Geliebte Eltern und Großeltern. Von allen vermisst. Hurra. Ich hab den Tagespropheten. Der hinter einer Kirche versteckt ist. Wo waren jetzt nochmal dieses Scheiß-Symbol von dem... Oh, von dem Heiligtümer-Ding. Ach da, oh. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Sieh dir das an. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen. Xenophilius Lovegood hat es auf der Hochzeit getragen. Jemand beobachtet uns. Beim Tor. Wir sollten ihr folgen. Irgendwie weiß ich, dass wir ihr folgen sollten. Es ist keine gute Idee, glaube ich. Ich kann wieder nicht rennen. Ja, Leute, ich habe das Symbol doch auch schon gesehen. Sogar noch vor dem Grab. Ich war schneller als ihr. Das verfolgt mich in meinen Albträumen, weil es nämlich dieses Speichersymbol von diesem Scheißspiel ist. Das ist zu einfach. Es müssen gleich Todesser kommen. Und zwar eine Million Stück. Aber den Tarnumhang kann ich noch nicht benutzen. Muss ich jetzt Abstand lassen? Na, lassen wir mal lieber Abstand. Boah, das war ja jetzt wirklich eine hammerschwere Nebenquest. Wirklich 50 Meter einer Frau folgen. Sie sind Bathilda, nicht wahr? Hermine, das ist Bathilda Backshot. Sie kannte Dumbledore. Sie könnte das Schwert haben. Irgendwas an ihr ist seltsam. Sie will, dass ich nach oben gehe. Harry! Es ist alles in Ordnung. Bleib einfach hier.
Ich bin Harry. Harry Potter. Haben Sie etwas für mich? Hat Dumbledore etwas dagelassen? Keine Ahnung, was ich jetzt hier tun muss, liebe Damen und Herren, aber ich mach einfach mal. Ich schieße jetzt einfach mal. Kann ich eigentlich mal den Zauber wechseln? Okay, dann machen wir das einfach so weiter. Ich meine, warum warten, wenn man angreifen kann? Angriff ist die beste Verteidigung. Und Harry Potter ist eh niemand, der jetzt hier defensiv abgeht. Harry Potter ist ein offensiver Tank. Ist klar. Ja, irgendwas machen. Wie viele Headshots muss ich der verpassen? Und es geht noch eine vierte Runde. Sicher. Aua, jetzt geht's aber doch übel aus. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, aber das Gute ist, es fängt noch nicht mal ganz von vorne an. Ich muss nicht nochmal alle Nagini-Angriffe machen. Das muss man ausnahmsweise mal einem Spiel zugutehalten, was sonst nur Müll fabriziert. Harry, kannst du mich hören? Wir konnten fliehen. Ja. Wir hätten nicht nach Godric's Hollow gehen sollen. Ich wollte auch dorthin. Ich dachte wirklich, Dumbledore könnte das Schwert dagelassen haben. Hat er aber nicht. Du weißt schon, wer wusste, dass ich dorthin gehen würde. Er hat Bathilda getötet, die Schlange in ihrem Haus gelassen, um auf uns zu warten und Godric's Hollow verlassen. Harry, nein. Du solltest dich wirklich ausruhen. Glaubst du, er ruht sich aus? Du weißt schon, wer ist uns immer einen Schritt voraus. Ron ist weg. Wir haben keinerlei Hinweise. Wir müssen irgendwas tun. Ich weiß, aber... Harry, ich habe das Buch, das Dumbledore mir hinterlassen hat, 100 Mal gelesen. Ich habe alles, was mir einfiel, überprüft, aber... Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ich werde nochmal nachsehen. Du sorgst für unsere Sicherheit. Und ich sehe nochmal nach. Hermine! Hermine! Nein, bitte nicht! Nein, nicht schon wieder. Das ging leider viel zu schnell. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Art von Mission nicht mehr auftauchen. Aber als Hermine gesagt hat, ich lese nochmal nach, war mir schon klar, was kommt. Was höre ich da die ganze Zeit für Stimmen? Hört ihr das auch? Ist ja unheimlich. Sind es Erinnerungen aus meiner Vergangenheit? Mhm. Bekämpfe alle Gegner. Genau, wir gehen nochmal nach Godric's Hollow zurück. Also,
wieder mal ein Haufen von Scheiße. Aber wie gesagt, darauf habe ich keine Lust mehr. Da werden wir dann wieder eine Folge mit verschwenden müssen beim nächsten Mal. Es tut mir wirklich herzlich leid. Aber, naja, dann könnt ihr nochmal alle grauen und alle schrecklichen Facetten des Spiels nochmal kennenlernen. Super. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal.